Akrevis Invest wird Ihnen präsentiert von der Akrevis Bank. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu Ihrer Börsensendung Akrevis Invest und herzlich willkommen Alessandro Poletti. Herr Poletti, wie haben sich dort Aktienmärkte nach dem schwachen Start im Juli diese Woche entwickelt? Ja, nebst diversen Unternehmensberichten, die diese Woche auf der Agenda gestanden sind, haben vor allem die neuesten Zahlen aus den USA bezüglich der Inflation, also der Preisentwicklung, für Impulse an den Märkten gesorgt. Eine kleine Trendwende haben wir gesehen im SMI, im Schweizer Leitindex. Der hat nämlich ein paar schwache Wochen hinter sich. Jetzt diese Tage hat er wieder Boden gut machen und notiert wieder über der Marke von 11'000 Punkten. Hat es diese Woche sonst noch Kursentwicklungen gegeben, die erwähnenswert sind? Ja, an dieser Stelle kann man sicher den US-Dollar erwähnen. Die amerikanische Leitwährung, aber auch die globale Leitwährung, die hat in der letzten Zeit doch deutlich an Boden verloren. Gegenüber dem Schweizer Franken sind wir so tief wie das letzte Mal im Jahr 2015. Trotzdem hat die SNB, also die Schweizerische Nationalbank, hat den Mindestkurs zum Euro aufgehoben. Verschiedene Faktoren sprechen und dann gegen den Dollar, so zum Beispiel die immer steigende oder weiter steigende Verschuldung der USA, das Staatsdefizit, aber auch die schwindende Zinsfantasie in den USA. All das drückt momentan auf den Dollar. Das Währungspaar Dollar-Schweizer-Franken, dort notieren wir momentan bei 86 Rappen pro Dollar. Wir bleiben gerade in den USA. Das sind am Mittwoch die mit Spannung erwarteten Inflationszahlen vom Juni veröffentlicht worden. Was ist da rausgekommen? Ja, die Teuerung in den USA die hat weiter abgenommen, nämlich auf 3%. Das letzte Mal so weit unten waren wir vor 2 Jahren. Um diese Entwicklung ein bisschen anzuschauen, schauen wir kurz in die Grafik hinein. Die rote Linie zeigt die Inflation, die seit der Corona-Krise und dem russischen Einmarsch mächtig Fahrt aufgenommen hat. Etwa gleich, wie die Kurve auf ist, ist sie dann aber wieder runtergekommen. Wenn man jetzt aber die graue Linie noch beizieht, die stellt die Kerninflation dar, zeigt das ein bisschen ein anderes Bild. Die Kerninflation die schliesst Güter wie Nahrungsmittel oder Energiewert aus. Die Kerninflation ist mit 4,8% einiges höher und wird sich auch nicht so schnell nach oben korrigieren lassen. Die Zielinflation liegt auch in Amerika immer noch bei 2%. Da sind wir also noch ein rechtes Stück davon entfernt. Und man muss beachten, dass die Teuerung grundsätzlich immer noch da ist. Sie hat sich einfach verlangsamt. Und wie haben dort Anlegerinnen und Anleger an der Börse reagiert? Ja, nachdem die gesamte Inflation deutlicher zurückgekommen ist, als man erwartet hat, ist positive Stimmung aufgekommen an den US-Börsen. Allen voran die US-Technologiewerte, die haben ja schon sehr einen guten Lauf seit Anfangsjahr. Auch die haben weiter können zulegen. Gehen wir zu den Unternehmenszahlen von dieser Woche. Da nimmt die Berichterstattung wieder ein bisschen Fahrt auf. Wie sieht es da aus beim Vakuumventilhersteller VAT, dem Rintaler Unternehmen? Ja, VAT kommt zu spüren, dass in der Halbleiterindustrie, wo Sie ja mit drin sind, dass dort weniger Geld investiert wird, weniger Geld ausgegeben wird. VAT hat im ersten Halbjahr von 2023 einen Umsatzrückgang von 17% in Kauf nehmen. Vor allem die Monate April bis Juni sind vom Auftragseingang eher schwach gewesen. VAT hat dann aber sehr gut reagiert, also sehr schnell reagiert und hat Kurzarbeit eingeführt. Davon betroffen sind etwa 650 Mitarbeitende in den Produktionsstandorten. Spannend ist noch, dass die Aktie im Gegensatz, wo man könnte erwarten, dass eher abgenommen hat, die hat zugenommen, die hat etwa 6% höher schliessen können. Das trotz dem Umsatzrückgang. Grund dafür könnte sein, dass sie keinen Profitabilitätseinschnitt hatten. Also die Marge hat ein bisschen abgenommen, aber sie ist immer auf einem sehr hohen Niveau. Gehen wir noch in eine andere Branche, nämlich zu den Uhren. Swatch hat hier sehr positive Zahlen können vorlegen. Haben sie die Erwartungen können erfüllen? Ja, Swatch hat die ersten Erwartungen sogar deutlich übertreffen. Sie haben seit Anfangsjahr, also im ersten Semester, haben sie den Umsatz um 11% können steigern. Die Uhren sind also weiterhin gefragt. Das spüren sie vor allem in den USA, aber auch in China, wo seit der Corona-Wiedereröffnung dort doch deutlich mehr Uhren wieder über den Ladentisch gehen. Auch bezüglich Gewinn sieht es gut aus bei Swatch. Gegenüber Vorjahresperiode haben wir das Plus von 56%. Das hat dann auch den Anlegerinnen und Anlegern gut gepasst. Die Aktie hat am Tag der Publikation der Zahlen wie VAT etwa 6% höher schliessen. Zum Schluss werfen wir noch den Blick auf den grössten Schokohersteller der Welt, Barry Corribaut. Sie haben ihre Volumenentwicklung präsentiert. Wie sieht es dort aus? Wie beliebt ist die Schoki im Moment? Ja, die Schweizer Schoki ist immer noch sehr beliebt, aber nicht mehr ganz so wie auch schon. Der grösste Hersteller der Schoki, der aus der Schweiz kommt, der hat einen Volumenrückgang über die Periode, die sie jetzt berichtet haben, die 9 Monate, haben sie einen Rückgang von 3% auf 1,7 Millionen Tonnen müssen verzeichnen.
Das Management sagt, es sei aufgrund von der Werksschliessung, also der Fabrikschliessung, die letztes Jahr in Belgien müssen machen, das wegen einem Salmonellenvorfall. Dazu kommt natürlich auch die inflationsbedingte, doch tiefere Nachfrage der Kunden. Finanzkennzahlen und weitere Infos zum Unternehmen werden dann im November erwartet. Herzlichen Dank, Alessandro Poletti, für die Einschätzungen und Übersichten. Ihnen zu Hause danke vielmals fürs Zuschauen. Einen schönen Freitag und dann einen guten Start ins Wochenende. Akrivis Invest ist Ihnen präsentiert worden von der Akrivis Bank.